Hallo und herzlich willkommen zu Until Dawn. Ja, und mein Schätzekin Hayden hat Angst. Und ich habe Angst um mein Schätzekin. Ich möchte nicht, dass sie drauf geht, wirklich nicht. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, also wird so mit dem Butterfly-Effekt rumhantiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, egal was ich hier entscheide, ist alles. Oh. Falschen Knopf. Das ist jetzt Rennen, ne? Komm, versteck dich. Aber sei leise und mach Lampe aus. Laute Schreie, Trophäe erhalten. Tja, das lief ja offenbar nicht so ganz nach Plan. Hab ich recht? So reiflich, brillant geplant und doch im Schlüsselmoment alles vereitelt durch deine Unzulänglichkeiten. Ich sagte, alles, was du tust, hat Konsequenzen. Glaubst du, dieser Fehler hätte keine Auswirkungen? Welcher was Fehler? Du tust und was du sagst, lässt die Dinge sich ändern. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Was? Deine überwältigende Angst vor dem Übernatürlichen. Du hast gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Also ich habe alles gegeben, oh, bei Helden. Das kannst du nicht tun. Was hab ich dir getan? Ah! Was redest du da? Psycho. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Du bist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Oh, Matt, was ist das? Keine Ahnung. Psychose. Reiß dich bitte einfach einmal zusammen. Ich überlege, okay? Okay. Ich bin still. Komm, weg. Habe ich jetzt den Schwarzen getötet? Los, zurück! Scheiße! Scheiße!
Oh. Nimm meinen Arm! Mein Glück! Ah. Oh. Hab dich! Das war scheiß knapp! Kein Danke! Verdammt! Ich werde dir danken! Scheiße! Ich bedanke mich so sehr! Okay, Spaß dir, Cowboy. Wir müssen hier weg, bevor diese räudigen Viecher nach uns suchen. Wo sind die eigentlich so schnell hin? Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir, wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass sie draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Gar nicht so dumm, der Schwatte. Führungstotem. Und ich wusste, ich hätte erst beim letzten Mal andersrum gehen sollen. Da hätte ich bestimmt noch mehr Totems gefunden. Aber jetzt bin ich wieder entspannt. Wenn die beiden sterben, ist nicht schlimm. Aber Hayden muss ich durchkriegen. Irgendwie. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Die arme Hayden, die hängt da immer noch mit Handtuch im Aufzugsschacht. Das. Ach so, falsche Seite. Thank you.
vermisst. Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014. Auch am 2. Februar. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. Ja, die haben wir gesehen. 1,72, 50 Kilo. Im Leben nicht. Ach, komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Wie ging denn das Licht draußen an? Die Leuchtpistole. Also. Haben wir gesehen? Du die, man weiß nie. Ah ja, ich kann. Die schießt sich damit dann nur einen Fuß. Beth Washington. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Beth trug eine leuchtend pinkfarbene gefütterte Jacke, schwarze Leggings, Skischuhe und eine weiße Mütze. 1,72, 50 Kilo. Der glaube ich das. Achso, das war das. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott! Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Hallo, will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte, 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 Hilfe! Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain und hier ist ein Psychopath. Können Sie mich hören? Wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte! Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren, Over? Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, Hilfe. Sie müssen uns helfen. So früh es geht.
Until Dawn an. Scheiße! Oh mein Gott, er ist hier! Er wird mich umbringen! Das hat er bei Gamesünden als Fehler aufgeschrieben. Aber wir haben gerade gesehen, dass er das blockiert hat. Das war's dann auch mit den beiden, wa? Oh ne, doch nicht. Verdammt! Stehst du deshalb noch auf, Mike? Er ist ein Denker. Matt! So ein... Ich hab dich vorhin gesehen! Verdammt, Matt, wir haben nur geredet! Oh mein Gott, muss das jetzt sein? Sag mir einfach, was da läuft! Gar nichts, Matt! Gott! Spuck es aus! Ich war verwirrt. Und da fickst du ihn. Bitte. Matt, es tut mir leid. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Tschüss. Ich werde springen. Matt, scheiße. Ich versuche nur den... sichersten Weg zu dir zu finden. Du Idiot, jetzt hol mich endlich weg von hier! Bye bye, Emily. Emily! Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Oh! Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Chris. Was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp. Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. So, gibt's denn hier noch irgendetwas Unentdecktes?
Schüsse. Ich habe erst eine Trophäe bekommen, fällt mir gerade auf. Ash, geht's dir gut? Aber eine dafür, dass ich Hayden gerettet habe. Du und Josh standet euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Ja, Josh, ne? Luder geht vor Bruder, oder wie heißt das? Mal ohne Scheiß, der war doch sowieso hier emotional schon wegen seiner Schwestern so ein bisschen. Was soll das? Das ist so abartig. Hui. Ach du Heiland. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Da geht eine Tür auf. Los geht's. Ich möchte hier gucken, ob hier irgendwo Hinweise sind oder Totems. Tschüss, so. Das ist irgendwie, ne? Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sané Le Martine rennt da lang. Was? Hast du das nicht gesehen? Nein. Du hast ding, mit dem Handy ding, gespielt, dong. Du Depp. Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt. Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem?
Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war was. Da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Oder wer wie Pam. Scheiße, Ash. Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht. Vielleicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Gute ich Frau. Weiß es nicht. Ein Bild einfach so von der Wand fallen. Hast du dir gerade gesagt, Geister? Warum hörst du nicht zu? So, wo ist der Kackschlüssel? Was ist das? Ja, aber da ist Sam. Wo ist der verkackte Schlüssel? Ich hab da keinen Bock hinten bei dem Geist hin. So ein bisschen verwirrt, ne? Ist das jetzt hier nur so ein Psycho-Killer oder geht hier wirklich was Unnatürliches vor? Ein Schlüssel, den haben wir gesucht. Ja, steck ein. Ha, na bitte. Ha, guck. Oh mein Gott. Da, Chris, jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast. Siehst du? Hast du gesehen, ne? Du siehst es doch. Ich weiß nicht, ich. Wie du weißt. Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Es zeigt uns den Weg. Warum Geister immer so komisch drauf sein müssen, ey. Ich krieg Gänsehaut. Das ist der Horror, der mir gefällt. So was mag ich, weißt du, Psychokiller da. Was? Das juckt mich nicht. Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Das ist Hannahs Tagebuch. Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus, die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt, noch nichts von Mike. OMG, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Juhu, wenn morgen steigt die Party. Berg, ist die 12 oder was? Kaminfeuer und Whirlpool und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Soll ich lesen? Kann ich nicht mehr lesen. Aber die muss 12 gewesen sein. Vom Schreibstil her. Aber ich glaube, ich habe den richtigen zersägt, ne? Ja, schick das Mädchen mal vor, du. Obwohl. Wow! Ne? Oh, Lecko! Ich hasse sowas! Nichts da. Aber
hast ihn gesehen, Chris. In echt. Ich hab ihn gesehen. Irgendwas. Aber wo ist es hin? Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen. Was hat der hier verloren? Aha. Was ist das? Da. Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Eine Schere. Ja. Kannst du beim nächsten Sturz dann direkt in den Arsch rammen. Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Wow. Shit. Da kriege ich meine Kakerlaken. Ich weiß halt nicht, also ist das Spiel abhängig davon, was man da bei dem Psychologen angibt? Ja, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Da haben wir doch... Oder? Ne. Keine Totems hier. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du es wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Vielleicht lebt die ja noch und rächt sich jetzt. Aber warum sollte ich dann ihren Bruder zersägen? Oder ich sollte ihren Bruder gar nicht zersägen. Ich hätte sie zersägen sollen. Aber ich zersäge keine Frauen, ich bin doch kein Zauberer. Hey, die hier. Gefälschte Zeitung. Fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Also ich muss sagen, das Game ist besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley. Ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Ja, hör mal, Sam. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Ganz genau. Wir müssen die Kleine irgendwie durchbringen. Chris. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier.
Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Mhm. Batterien und Timer. Verarscht mich hier einer? Was ist das schon wieder für ein Stöhnen? Tja, totes Schwein. Aber hat noch seinen Kopf. Oh. Komm. Ich hasse sowas nicht. Ne? Okay. Sie hat schon X in den Augen, also. Wieso hat er denn keine X in den Augen? Und wo ist Blondie Nummer 1? Blondie Nummer 1 fehlt. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! Mit der Jacke. Nix, wa? Nö. Guck ich erstmal die Tür. Projektor. Oh! Hallo? Oh mein Gott. Echt, oh mein Gott. Was hast du wirklich getan? Chris, das ist vom letzten Jahr. Ein kleines bisschen. Komm schon. Sie hat das dumme Streich. das ist irgendwie unangenehm, oder? Oh, sie ist hier. Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so... Das ist nicht Video, das ist 8 mm. Er ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, ja, ja. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Wow. Sieht das aus? Du warst damals wirklich begeistert davon. Matt? Was macht ihr denn hier? Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Das ging wohl zu weit, aber... Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja, für euch. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Hannah konnte, glaube ich, nicht so sehr lachen. Nein. Ah! Oh, Chris.
Ash, Ash, ganz ruhig, okay? Ich krieg das nicht hin. Geister und die Videos und Ash, jede Sekunde komm fliegt runter. Hier was runter. Hör mir doch einfach was? Mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Schätzegen, ich hab dich zwar gerettet, aber mich deucht, es wäre vollkommen scheißegal gewesen, wen von beiden ich zersägt hätte. Der Bruder scheint einen an einer Latte zu haben. Aber du bist auch ein fieses Geschöpf. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hoffe nicht. Ja, ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Ja, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Tja, also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Ich komm gleich nach. Sam! Ash! Chris! Chris, hilf! Ich steck fest! Ups. Habe ich jetzt die nächste getötet? Komm, Stealth-Kill mit der Schere. Chris! Hey, 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 ganz ruhig. Du hast mich zu Tode erschreckt. Ich wollte dich nicht erschrecken. Das hat ja super geklappt. Hey, sorry, okay? Mach dich locker. Wir haben größere Probleme als das. Was meinst du? Der Psychopath, Chris. Ich habe ihn gesehen. Was? Wo? Wo ist er hin? Keine Ahnung. Wir müssen leise sein. Er muss noch ganz in der Nähe sein. Super. Bitte, nein! Sam? Tja. So, aber Sam können wir erst in der nächsten Folge retten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.